150 Jahre Gasversorgung, ein Erfolg für alle Beteiligten. Es ist losgegangen mit Licht, einfach in das Dunkel der früheren Städte. 1863 ist ja nicht so lang her, überhaupt mal nachts Licht in die Städte zu bringen. Und es ist dann weitergegangen und ist ein richtiger Siegeszug geworden. Auch die Prosperität von Donauwörth, das Eurocopter zum Beispiel hier ist, das ist mit dem Erdgas geschuldet. Wir haben auch unsere Liegenschaften beispielsweise jetzt nahezu vollständig auf Erdgas umgestellt. Die Energiewende ist auch ohne Erdgas nicht zu schaffen, das gehört mit dazu. Und da gibt es viele Initiativen, von der Wärmebildkamera angefangen bis hin über Einzelprojekte. So möchte Donauwörth mit Erdgas Schwaben weiter in die Zukunft gehen. Auch durch diese Partnerschaft ist die Stadt Donauwörth schon seit langem Vorreiter in Bezug auf Klimaschutz. Das lobte auch Umweltminister Marcel Huber. Er betonte in seiner Rede die Zukunftschancen für innovative Energieversorger wie Erdgas Schwaben. In der heutigen Datenverarbeitungszeit, auch mit der Vernetzung von kleineren Anlagen über elektronisch gesteuerte Zentralen, ist es möglich, auch in kleineren Strukturen große Dinge abzubilden. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch mit kleineren Anbietern zukünftig den Gesamtstrommarkt ausreichend bedienen können. Nur mit Erdgas, so Huber, könne die Energiewende zum Erfolgsmodell werden.